Warschau, Berlin, Prag. Das sind die Etappen der internationalen Friedensfahrt. Auch heute wieder sind wir in der glücklichen Lage, dass Farnstedt Gastgeber ist auf der Tour. Bevor es losgeht, wir sind hier direkt am Start zur nächsten Etappe. Ein kurzes Interview mit dem Sprinter, der hier im grünen Trikot fährt. Ronny Capellesi, was haben Sie sich für die heutige Etappe vorgenommen? Sieg! Ja, wir werden Zeuge der Bergwertung am Wedenberg zum Farnstedter Berg. Gut geht's hoch. Der aktuelle Bergführende. Das Streckenprofil kommt mir natürlich heute sehr entgegen. Ich werde zuerst den Anstieg aus dem Igelsumpf nutzen und dann werde ich versuchen, den Anstieg hier zum Windberg weiter mal richtig zuschlagen. Wir erwarten heute eine Hitzeschlacht bei den Temperaturen. Und nun wird mir die Ehre zuteil, den Startschuss abzugeben. Da sind sie, die ersten Ausreißer. Hier ist er, der Gefürchtete, der in Radfahrerkreisen nur der Nuffel genannt wird. Mit seinen strammen Oberschenkeln zieht er davon. Hier sehen wir das Teilnehmerfeld, was aufgeschlossen hat. Langgezogen zieht es sich an einer Perlenkette gleichsam den Wedenberg hinauf zu dem 18%igen Anstieg hier zum Berg Farnstedt. Mit 70 km/h fliegen die Helden der Landstraße auf ihren eisernen Drahteseln der Bergwertung entgegen. Und da sehe ich schon den Rauschebart vorneweg an der Spitze. Oh, doch da kommt er mit dem gepunkteten Trikot. Der Bergkletterer, ein harter Kampf entbrannt hier um die Bergwertung. Oh, doch, was ist jetzt los? Was ist los? Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle endet unsere Tour vehement. Nicht wie auf unseren Plänen eingezeichnet, führt hier der Radweg von Rothenschirmbach nach Farnstedt weiter, sondern er ist beendet. Unsere Karten von 2006 versprachen uns schon diesen Radweg, doch jetzt ist die Etappe hier zu Ende mit einer schmerzlichen Erfahrung für alle Teilnehmer.